Das ist der Bauer Gerold. War er der bisher gruseligste Kandidat bei Bauer sucht Frau? El Maggi schaut sich heute die berüchtigte Folge mit ihm an und das Ende wird euch überraschen. So, wir springen direkt rein. Zum Abschied hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ey, das ist unser Bauer Thomas, ja, in der Folge. Wir haben jetzt mehrere Bauern hier und das ist, er hat sich was Besonderes einfallen lassen. Die Sonnenblumen werden geschnibbelt. Ich ahne Böses. Ja, na, ich hätte noch eine kleine Überraschung für die Diana ausgesucht, ja. Möchte Diana glücklich machen. Das merken wir, dass du die glücklich machen willst. Auch wieder ganz schwierig zu verstehen, der Dialekt. Die reden halt so tiefen Dialekt, Architekt, Megalekt. Wie auch immer man das nennt. Ihr wisst schon, was ich meine. Bin heute Morgen gleich losgefahren. Hab das Zeug alles. So ein Schild, Diana Herz. Hä, pennt der gerade ein beim Reden oder was ist mit ihm los? Mann! So, keine Schildnamen machen lassen, mein Bruder. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Anna, vorne hin. Und da bleibt sie dann für immer den nächsten Ehrendreck. Red doch mal Deutsch! Okay, er breitet hier schon eine Picknickdecke aus, Freunde. Eieiei, ich glaube, der macht ein Date klar hier, Freunde. Generell, Freunde, macht mal alle die Likes. Ich würde sagen, knacken wir in diesem Video die 3000 Likes. Das wäre mega mäßig. Deswegen smash mal alle den Like-Button. Zeigt, dass ihr da seid. I love you. Auf seinem roten Lieblingstraktor hat Thomas der 29-Jährigen das Treckerfahren beigebracht. Ja. Als Zeichen seiner Zuneigung soll das Gefährt... Eieiei, jetzt malt ihr hier mit dem roten Edding ein dickes, rotes Herz auf diese Tischdecke, auf dieses Bettlaken oder was das ist. Gemütlich, natürlich in der Heuscheune, natürlich, ne? Freunde, übrigens für ganze Folgen gerne RTL Plus abchecken. Und für immer ihren Namen tragen. Auch Diana ist traurig, dass sie nun wieder heimfahren muss. Das ist Diana. Ja, die Gefühle, die werden immer größer und intensiver. Und wenn ich jetzt an den Abschied denke, das tut schon weh. Da mag ich noch gar nicht dran denken. Ja, das ist süß. Die beiden verstehen sich anscheinend sehr gut. Ja, er macht sich Gedanken um ein Date, sie will gar nicht gehen. Ja, aber gut, dass sie ihn überhaupt verstehen kann. Eieiei, süß. Die gelernte Fotolaborantin ahnt nicht, dass ihr Pfundskerl im Stall eine Liebeserklärung vorbereitet. Eieiei. Diana? Ja? Kommst du mal mit? Ja, wohin denn? Ja, Überraschung. Überraschung? Eine Überraschung, ne? Jetzt gibt's eine Liebeserklärung. Aber hoffentlich noch keinen Heiratsantrag. Ihr kennt euch erst seit einer Woche. Ja? Ja, gerne. Komm runter. Eieiei. Ja. Eieiei. So. Und? Ja, schön. D plus T. Diana plus Thomas. Hast du das gemacht? Und was fällt dir im roten Dreck auf? Ist das süß. Ja. Das bleibt jetzt immer deiner. Ja. Ja, da hat sich Thomas aber Mühe gemacht. Ist auch gewiss stolz und Diana ist glücklich. Super, Thomas. Alles toll. Alles klasse, würde ich sagen. Wenn du kommst, dann machen wir das Fest hin. Und dann unterstützen wir mit dem Fahrer. Ja, super. Den Kuss hat sich Thomas auch abgeholt jetzt, ne? Dankeschön. Er hat an sein Heiligtum, das ist sein Trecker, mein Namensschild mit einem Herzen angebracht. Das hat mich schon, ja, umgehauen. Das war schön. Oh, lecker. Da gibt's jetzt erstmal schön Stulle mit hier, mit Salami. Was das hier halt auf dem Hof echt zu essen gibt. Halt schon eine deftige Kost natürlich, ne? Damit man danach auch schön nach Salami aus der Mundhöhle riecht, ne? Ich habe mich geehrt gefühlt, dass er das für mich gemacht hat, weil sein Trecker ist wirklich bis jetzt das Größte für ihn gewesen. Und jetzt macht er da einfach so ein Namensschild von mir dran. Ja, kann er halt auch jederzeit wieder abnehmen. Wenn du weg bist vom Hof, Diana, der nimmt er das vielleicht auch wieder ab. Der Trecker ist sein höchstes Gut. Das müsst ihr auch zu denken geben, dass ihm der Trecker das Allerwichtigste ist. Nicht so süß. Jetzt ist die Hofwoche leider zu Ende. Was? Ich verstehe ihn nicht. Es hat mich gefreut, dass du hier warst bei mir. Mein größter Traum ist, dass du wiederkommst. Hm. Und vielleicht, wenn du da bleibst. Was? Meine auch. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Da ist Liebe in der Luft. Liebelein. Also, es ist für mich das allererste Mal, dass ein Mann mich so auf Händen trägt. Das ist. Ich habe das in so extrem noch nie erfahren. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass er mich bedingungslos mag, ohne dass ich dafür irgendwas tun muss. Das glaube ich auch. Das ist einfach so schön. Das ist echt schön. Ja, das glaube ich auch.
Thomas direkt einen Schreck bekommen. Mit einem Glas Sekt besiegeln die beiden ihre Liebe. Sie können sich ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen. Nee. Der ist ja süß, ja. Also sie fühlt sich halt auch noch sehr, sehr gut aufgehoben in seinen Händen. Der gibt sich halt richtig viel Mühe und das ist ja wirklich süß. Nur beim Ding Sektflasche aufmachen muss ich noch ein bisschen lernen, ne? Zum Wohl. Zum Wohl, Diana. Auf unsere Zukunft. Gut, dass er noch keinen Hochzeitsantrag gemacht hat. Ja, wenn so nach 2 Wochen, es gibt Menschen, die machen das nach 2 Wochen. Das ist halt immer relativ früh, ne? Aber was ein Bild für die Götter hier. Diana, ne, mit der rote Träger, den D plus T, Diana plus Tor. War ein Bild für die Götter. Freunde, Grüße gehen raus in diesem Video an die Marging Sanders Kanalmitglied Katrin Ziebach, an die Kommentare John 13957. Vielen Dank für deinen Super Thanks. An Dino Herz und den ersten Kommentar im letzten Video hat die Ideen von Garin geschrieben. Ihr wisst, Freunde, das ist Hugo, die Benachrichtigungsglocke, ja. Und ihr müsst alle, wenn ihr noch, also erstmal habt ihr den Daumen hoch gegeben, ja. Und dann aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke. Ja, dann könnt ihr auch erster Kommentar werden und werdet vielleicht gegrüßt, Freunde. Die Floristin aus Oberbayern kommt zu ihm in den hohen Norden. Der hohe Norden. Da komme ich ja auch her, Freunde. Und im hohen Norden, da kommen viele Landwirte her. Unter anderem der Gerold. Ja, der Gerold ist der nächste Bauer hier in unserem Segment, in unserer Auswahl, gerade eben, wenn wir mit Thomas. Aber der Gerold, der hat es auch faustig. Der hat es auch. Und da schauen wir jetzt rein, was bei Gerold so abgeht, bei Bauer Gerold. Damit sich Petra gleich bei ihm wohlfühlt, hängt Gerold im Gästezimmer noch einen Scherenschnitt aus Holz an die Wand. Ja, wichtig, wichtig. Also ohne das Teil hätte Petra direkt doch was gesagt. Der 42-Jährige ist nervös, denn ihn hat schon lange keine Frau mehr besucht. Das sind auch 2 Einzelbetten zusammengeschoben. Das sind einfach 2 90-Zentimeter-Betten zusammengeschoben. Aber das ist süß, Freunde. Wie gesagt, ne, das ist so, ich weiß jetzt nicht, was das hier bringen soll, aber er meinte es sicherlich nur lieb. Ich bin 3 Jahre alleine jetzt und es hat noch nicht so geklappt mit den Frauen, wie ich es wollte. Ja. Boah, hat noch nicht geklappt mit den Frauen. Das ist so krass, ich verstehe die kaum. Ich meine, zu zweit ist immer alles schöner und ich wünsche mir, dass ich die Frau des Lebens finde und gut mit zurechtkomme. Ja, das wünsche ich dir von Herzen. In jetzt deinem hat der VW. Das ist doch VW Golf oder ein Alter? Ich friere eine Woche lang Zeit herauszufinden, ob Petra die richtige für ihn ist. Die 37-Jährige liebt Tiere und kann sich ein Leben als Bäuerin gut vorstellen. Eieiei, da wird die Dame natürlich, wie es auch einem Gentleman gebührt, natürlich vom Bahnhof abgeholt. Und Gerold wartet natürlich schon sehnsüchtig auf seine Herzensdame am Bahnhof. Nervös und nachdenklich wartet Gerold am Bahnsteig. Gerold ist schon nervös. Lange sehnt sich der Landwirt nach Liebe und Zärtlichkeit. Eieiei, die Hände zittern, der ist nervös. Und als er seine Auserwählte endlich erblickt, strahlt er über das ganze Gesicht. Da ist sie. Toll. Hallo. Herrlich. Gerold hat seine Herzensdame. Eieiei, hier, guck mal, der Zugführer guckt da rechts, luscht da auch raus. Also, Kamerateam? Was umarmen die sich denn da so lange? Da ist er auch neugierig geworden, der Bursche. Gerold und Petra nehmen einander ganz fest in den Arm. Wunderschön. So sehr haben sich die beiden auf dieses Wiedersehen gefreut. Toll, da geht mir auch das Herz auf. Die beiden Süßmäuse. Gerold ist nervös, der Bursche. Ist alleine gekommen, ja, ohne. Ja, klar bin ich alleine gekommen. Wer soll denn mitkommen? Soll die jetzt mit ihrer Großtante kommen oder was hast du gedacht, Gerold? Sollen dabei sein? Niemand. Also niemand. Ich glaube, er wusste einfach nicht, was er fragen sollte. Ich glaube, der ist einfach nervös, wusste nicht, was er fragen sollte. Er so, komm, ist alleine gekommen. Ja, nee, sie so, nee, ich habe noch 10 Freundinnen im Schlepptau. Peter, wollen wir jetzt zum Hof fahren? Ja. Okay, nehmen wir den Hocker mit. Eieiei, Ja, ich meine, von Herzen her ist es ganz toll, dass sie da ist. Ich meine, so eine Frau wie Petra möchte ich wohl haben.
Ui, aber er guckt kaum in die Kamera, ne? Ich weiß nicht, ob er ein bisschen zurückhaltend ist. So, der so, Petra, jetzt gehen wir auch los. Immerhin wie ein Gentleman, nicht nur abgeholt, sondern auch den Koffer getragen. Das wollen wir haben. Ja, Gerold, ich hoffe, das läuft super mit ihr. Friesland hat Gerold seine Petra in Empfang genommen. Am Hof werden die beiden freudig von Golden Retriever Sammy begrüßt. Oh, Golden Retriever, die süßesten Hunde, die es gibt, ja? Die süßeste Hunderasse. Außerdem leben hier noch 55 Kühe und Kälber, 50 Kaninchen, 15 Hühner und 5 Katzen. Der Bauer wünscht sich, dass mit Petra nun auch das große Liebesglück einzieht. Das ich habe ein paar Jahre keine Freunde mehr gehabt und irgendwie habe ich das ein bisschen vermisst. Man hat Freunde gehabt, aber man hat ja niemand geküsst oder in den Arm genommen, aber jetzt habe ich ja eine Freundin und die kann man jetzt in den Arm nehmen, auch mal küssen oder so in den Arm nehmen. Hat er die es auswendig gelernt? Aber okay, Gerold, ja? Wissen wir Bescheid, Gerold. Ne, aber nicht, dass du hier zum Verführer wirst, hier zum Charmeur. Okay, dein Kopf ist schon dein Zimmer. Das Zimmer zeigen, okay. Ja. Mhm. Schnurstracks stiefelt Gerold ins Gästezimmer. Er hofft, dass Petra sich hier gleich heimisch fühlt. Ja. Also mit dem Holzgeschnitt da oben an der Wand, denke ich, da sieht das auch ganz gut aus. Aber okay, er ist auch, ich weiß nicht, ob es Bauern gibt, die direkt die Frau auch im Ehebett schlafen lassen, aber er sagt, okay, du hast hier ein eigenes Gästezimmer. Herrlich, das sieht auch gemütlich aus. Ja, so ein schön altes, klappriges Holzbett, das ist doch super. Petra, ist dein Zimmer. Okay, schön. Mhm. Aber ich schlafe da schon alleinige. Ja, wer denn sonst? Ja, das ist Petra erstmal noch wichtig. Vor allem in den ersten Nächten, da wird noch nicht auf Tuchfühlung gegangen. Da wird noch ein bisschen das Ganze, sag ich mal, im Zaume gehalten, ne? Gerold, du alter Schlawiner! Gerold, Mann! Ja, passt, gefällt mir. Super, super. Ne, das ist doch schon mal, also ist die halbe Miete doch schon bezahlt, ja? Wenn Petra natürlich sich auch schon mal in ihrem Gästezimmer natürlich wohlfühlt, Freunde. Ja? Als nächstes führt der Friese die Oberbayerin in sein eigenes Schlafgemach. Mhm. Hier ist mein Zimmer. Ja, jetzt wird... Aber jetzt nicht den Flex rausholen, Gerold. Das ist sein Zimmer. Besseres Bett auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, das sind auch, glaube ich, zwei unterschiedliche Matratzen, aber zumindest ein durchgehendes Bett. Sieht sehr altmodisch aus. Ja, aber wenn der Gerold sich dort wohlfühlt. Ist das noch von Oma? Ist noch von Oma. ja, habe ich auch gerade. Sieht sehr altmodisch aus, ja. Aber Gerold liegt halt, ist doch schön. Also er legt da nicht viel Wert drauf und ist doch schön, wenn die Sachen auch weiterverwendet werden, wiederverwendet werden, ne, und nicht sofort alles auf dem Müll landet. Bett? Oh, nee. Nö. Ja, das sieht sehr alt aus, ne? Genau. Geschmackssache, ne? Petra nimmt Gerolds Zimmer gründlich in Augenschein. Ja. Die Einrichtung entspricht nicht so ganz den Vorstellungen der 37-Jährigen. Dann habe ich mal schon... Sie steht daneben, ich muss lachen. Na, geschmackstechnisch ist es okay, wenn das da ein bisschen auseinander geht. Ja, ich glaube, der Gerold legt da jetzt auch nicht so viel Wert, dass das da ästhetisch eingerichtet wird. Der kümmert sich jeden Tag mit harter Arbeit um seinem Hof, ja, ums Land. So, und dann ist ihm das jetzt relativ egal, ob das da jetzt alles perfekt eingerichtet ist. Ja, so viel kann ich euch sagen. Gedacht, es ist so eine typische Junggesellenbude. Man sieht einfach, dass er allein da wohnt. Mhm. Dem Haus fehlt halt einfach die Hand einer Frau mit Liebe zum Detail. Das stimmt. Da hast du recht. Den Job könntest du ja übernehmen, Petra. Passt doch. Ja, da fehlt eine Frau im Hause. Du bist das zufällig, Petra? Der Gerold sucht sogar. Perfekt. Passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Das ist mein Badezimmer. Okay. Wolltest du noch reinschauen? Wo ist die Landschau? Steht da so, sie so. Schön. Und jetzt? Er ist ein bisschen unsicher, ja? Der Gerold hat das Selbstbewusstsein jetzt nicht in Löffeln gefuttert, ja, in Eimern gefuttert, aber er schlägt sich gut. Also schön ist was anderes. Der Hof ist halt alt. Da ging es halt nicht um Schönheit, nicht um Ästhetik. Da musste das Ding halt schnell gebaut werden. Ne? Und da wurde auch mit hässlichen Fliesen das Ganze hier gestaltet, ne? Ja. Hoppala, was war denn jetzt das? Was ist denn das? Ach du heiliger Strohsack. Gerold hat da einfach nur ein verschmitztes Grinsen für übrig. Die ganze Toilette ist hinüber. Die ist wackelig. Da kannst du froh sein, wenn du dein Geschäft in Ordnung verrichtest, ja, ohne dass du dich danach auf die Nase legst.
Also, Gerold, meine Güte, der lässt hier sein Haus verwahrlosen, ne? Das ist ja wackelig. Ja. Ach, du heiliger Strohsack. Also, keine Ahnung. Ja, zum Scheiß hat's gereicht. Eieiei. Männer sehen das auch nicht so wie Frauen. Ich meine, Frauen sehen das gleich erst im Blick. Auf den ersten Blick, klar. So, was Sauberkeit angeht, Dekoration, da liegen nicht alle. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regeln und das will ich hier auch gar nicht pauschalisieren, aber ihr wisst schon, es geht tendenziell oft in die Richtung, dass Männer da weniger Wert drauf legen, sag ich so. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das her ist mit dem Klo. Ja, das ist schon seit Jahren kaputt, ne? Aber da kann sich die Petra jetzt ja drum kümmern. Obwohl, das ist ja eher was Handwerkliches, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das hier ist mit dem Klo, aber ich bin absolut doch. Gerold! Was ist das für ein verschmitztes Grinsen? Was ist das für ein Blick? Ich hatte ein bisschen Angst davor. Das ist ja ein gruseliger Blick, Gerold. Ich meine doch schon, dass die Dornrösch mal wegwerden muss. Das musst du mir richten. Das will ich nicht so. Ja, das ist kein Problem. Aber versprichst du mir das? Ja, morgen mache ich das. Eieiei. So, Freunde, wir springen wieder zu Thomas. Im schönen Schwabenland bei Pfunzkerl Thomas geht die Hofwoche zu Ende. Bei Pfunzkerl. Ja, Diana zieht aus. Traurig packt Diana ihre 7 Sachen, denn sie muss zurück nach Oldenburg. Ja, nach Oldenburg. Der heilige Strohsack. Auch sehr altmodische Einrichtung, ja. Nicht nur bei dem Gerold, sondern halt auch tatsächlich bei Thomas, ne? Die 29-Jährige hat den Bauern fest in ihr Herz geschlossen und möchte so schnell wie möglich zu ihm zurückkehren. Die Woche war so schnell vorbei. Ich kann das alles noch gar nicht. Das war ihr Gästezimmer hier, das kleine Sofa, aber auch süß, süß. Die haben ihr eigenes Zimmerchen, Freunde. Und wenn die glücklich sind und sich wohlfühlen, das ist doch alles gemacht, ist doch alles getan, meine Damen und Herren. Fassen, was ich so die letzten Tage erlebt habe, das war so viel. Ich finde es schön, dass er möchte, dass ich wiederkomme, dass ich hier erwünscht bin. Und es ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Da wird einem ganz warm ums Herz. Süß. Toll. Auch Thomas' Eltern, Viktoria und Erich, hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Eine schöne Woche geht zu Ende. Ja. Tschüss, Viktoria. Tschüss, Diana. Komm bald wieder, gell? Ja, bestimmt. Ja. Tschüss, Erich. Tschüss, mach's gut. Ja, du auch. Ja, das ist herzlich. Weil das ist herzlich, da werden auch die Eltern von Thomas mal gedrückt. Ich glaube, die Eltern von Thomas, die finden die Diana ganz gut. Die würden auch denken so, ey, komm, Thomas, schnapp sie da, ist eine gute. Na, die passt auch auf den Hof. Na? Ja, komm bald wieder, gell? Ja, bestimmt. Tschüss. Das fällt mir riesig schwer, der Abschied hier. Ja. Ist schon mein Herzblut drin, ja. Ja, auch süß. Die Diana ist mir sehr ins Herz gewachsen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so verliebe. Die ein bisschen, ich finde, ein bisschen Ähnlichkeit haben. Die können ein bisschen Geschwister sein. Wie die da stehen. Ey, so in einer völlig einsamen, mini-kleinen Bushaltestelle mitten auf dem Land da irgendwo in... Ich weiß nicht, wo ist das? In Friesland? Oder nee, der Gerold war in Friesland. Das ist Schwaben, Schwabenländler. Also das ist Baden-Württemberg. Stehen die da beiden und warten auf den Bus. Hat er keinen Führerschein, der Thomas, oder was? Uiuiui. Da wird sich aber... Da werden nochmal tiefe Blicke in die Augen ausgetauscht, Freunde. Meine Damen und Herren. Da knistert es gewaltig. Das war eine schöne Woche. Wir hatten eine schöne Zeit. Danke. Also danke. Sag doch, fand ich auch. Ich fand's auch schön mit dir. Also danke. Würde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Ich werde dich vermissen. Süß, die beiden. Okay. Hey, die haben irgendwie, es können irgendwie Geschwister sein, auch die Mundpartie und so, ist sehr ähnlich, finde ich. Die sind beide auch so ein bisschen verpeilt, das passt. Ist, dass ich heute von dir geh. Thomas auf Wolke 7. Thomas auf Wolke 7, meine Damen und Herren. Und dann hat Thomas ja auch ein bisschen so Tränen in den Augen bekommen. Also ich musste mich schon konzentrieren, dass ich nicht auch anfange zu weinen. Eieiei. Weil es hat mir schon leid getan. Ja, das glaube ich. Da kommt tief schon traurig der Bus. Schauen die beiden dem Bus entgegen, der Diana fortbringen wird.
Dann ist der Bus gekommen und wird hart, ist eingestiegen, ne? Was? War ich sehr traurig. Ja. Eieiei, Abschied fällt schwer. Uiuiui, da wird aber noch ein Buseingang da nochmal ordentlich einen Schlecker ausgetauscht. Ja, reicht ja, doch jetzt, Thomas. Mann, die Leute warten, die wollen weiterfahren, Mann. Die haben alle Ziele. Ja, der hat einen straffen Zeitplan, der Busfahrer. Die müssen weiter. Meine Güte. So, Koffer verstauen und ab geht's für Diana. Mal gucken, wann die beiden sich wiedersehen. Diana ist die Frau, die irgendwann mal heiraten möchte. In ihrem Traum ist es, glaube ich, auch. Wir sind auf einem guten Weg. Eine Busfahrerin. Wenn das so weit ist, weiß ich nicht. Aber da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann wird es eine riesige Hochzeit. Ja, guck mal, Thomas redet jetzt schon von einer Hochzeit. Mann, die war eine Woche bei dir. Die war eine Woche bei dir. So, das sieht gut aus. Aber man hat am Anfang ein bisschen die rosarote Brille. Man muss das ein bisschen, auch ein bisschen nüchterner betrachten, Thomas. Ja, jetzt nicht direkt Hochzeit rum, hier, ne? Schmeißen. Das ist sehr früh, Thomas. Meine Güte. Im hohen Norden hat Gerold seine Auserwählte zur Hofwoche empfangen. Nun kümmert sich der fröhliche Friese um seine Kälbchen. FF, der fröhliche Friese. Wenn jetzt sein Vorname noch mit F anfangen würde, wäre besser, aber er heißt Gerold. Ja, okay, er hat versprochen, Toilette wird repariert, umdekoriert wird auch. Ja, jetzt wird aber seine Herzensdame, der Petra, erstmal ein bisschen das Landleben gezeigt, ne? Denn die Arbeit macht sich auch an diesem besonderen Tag nicht von allein. Richtig. Aber Petra eilt schon herbei, um ihm zu helfen. Nach einer unglücklichen Liebe zu einem Koch träumt die Floristin nun davon, mit dem Bauern glücklich zu werden. Ich war als kleines Kind immer schon bei den Bauern und mir hat es. Ich war immer schon als kleines Kind bei den Bauern. Bei den Bauern, das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber. Ja, wir sind hier bei Bauer sucht Frau. Hier wird deutsche Grammatik. Also hier wird der Grammatikwichtel wieder komplett abgeschossen, ja? Immer schon fasziniert, die Zusammenarbeit mit die Tiere und die... Mit die Tiere, mit den Tieren, Akkusativ, nicht Nominativ. Ich glaube jetzt schon, dass der Gerold sich freut, dass er jemand hat, der was ihn tatkräftig unterstützt. Kann ich da jetzt irgendwas helfen oder was haben wir zu tun? Ja, wir müssen Hühner füttern. Okay. Aber finde ich gut, also, ne, das ist gut auf Gegenseitigkeit. Er sagt, ja, ich repariere die Sache. So, Petra sagt, ja, es muss ein bisschen was gemacht werden, aber sie will auch zeigen, so, yo, nicht nur der Gerold ist hier in der Bringschuld, sondern ich sag, ich biete auch meine Hilfe an, ich helfe jetzt, tatsächlich mit. Ja, ich packe ein bisschen mit an und, und unterstütze den Gerold bei seiner harten Arbeit und das ist gut. Also, das macht ja für Bauer Gerold wahrscheinlich auch Wifi-Material aus, ja, dass sie auch eine potenzielle Frau ist, auch wenn die auch mit, natürlich hilft, ne? Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Ja. Die Oberbayerin hat Lust auf Landarbeit und im Stall warten 15 Hühner auf ihre Mahlzeit. Hast du Futter? Hast du da? Ja, oder musst du erst dann vorhin? Vielleicht haben sie auch ein paar Jahre gelegt. Ach so. Und da jetzt auf, ja, oder? So. So, Peter, halb Futter hier rein, bitte. Oh, die haben ja Eier schon gelegt. Ja, ein bisschen. So, meine Mädels. Ciao. Sofort legt die Patente Petra los. Und ja, also ich wollte auch gerade sagen, die weiß ja direkt so wie viel und so. Also das ist doch nicht zum ersten Mal hier für sie auf dem Hof, oder? Das macht sie gut. Und ich glaube, das gefällt dem Gerold. Da schmeichelt dem Gerold. Liche Friese schaut begeistert zu. Ja. Soll ich die Eier alle mitnehmen? Alles, bitte. Boah, die haben aber viele Eier gelegt. Oh, sind das immer so viele? Ja. Boah. Ja. der wirkt ein bisschen verpeilt. Als ob er nicht ganz da ist. Ne? Das wirkt so, als wenn die ein oder andere Gehirnzelle tatsächlich noch in Area 51 irgendwie rumeiert. So, die habe ich jetzt alle. Tür zu, dass sie nicht durcheinander laufen. Jo. Ich glaube, Peter ist. Ich muss sagen, fleißige Frau, sie packt doch gleich mit an. Ja, die ist, würde ich sagen, flott drauf. Das gefällt mir gut. Flott drauf. Frisches Wasser wird. Die ist flott drauf, Gerold. Die kannst du laut sagen. Das unterstreiche ich so nochmal. Wenn die auch noch brauchen? Ja, kannst du auch machen. Nimmst du mir mal bitte die Eier ab? Da ist nur hinten ist noch ein rotes Eimer. Gieß weg und dann bringst du das neue Wasser rein. Ja. Und ich bring schon mal die Eier rein. Ja. Wo gehen da jetzt hier zum Wasser holen? Im Stall, da ist ein Wasserkran. Okay.
aber im Eifer des Gefechts ist die Stalltür aufgeblieben. Ah. Und das Federvieh macht... Hell no! Shit, ja, also die... Da, die Ei... die Hühner. Ja, die sind natürlich jetzt... Die büchsen da natürlich aus. Oh nein! Macht sich flugs vom Acker. Oh nein. Gerald! Gerald, die Tür! Gerald! Oh hell no! Gerald, Hilfe! Was hast du jetzt denn gemacht, Peter? Ja, ich hab gar nichts gemacht. Die Hähner sind ausgekommen. Ja, dann mach die Tür auf und schleich wir die wieder rein. Ja, man, ja die sind ausgekommen. Ja, wieso? Da findet der Gerald aber nicht schlimm. Da findet er lustig. Das ist nichts Schlimmes. Die hauen noch nicht ab. Die wissen ja, da gibt's Futter. So. So Abflug, einfach. Meine Damen. Ui, so einfach ist das. Da waren ein paar Handbewegungen. Das macht Gerald, meine Damen und Herren. Nicht zum ersten Mal. Huh? Vorbei. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich wirklich alles so viel kann. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn ich nur sage, Peter, helf mir hier im Zoo, hilf mir da bei der Hofarbeit. Ich glaube, sie sagt nicht von nein. Nee, das ist wirklich schön, ja. Ja, Freunde, das war's vom gruseligsten Bauersucht-Frau-Kandidaten, würde ich sagen. Ja, lasst gerne eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr hier auch gerne abonnieren und mein Instagram abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen zu einem neuen Video.